Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Game vom SteelSeries Prime Cup. Und da ist es ein sehr, sehr wichtiges Best-of-One-Spiel. Denn das ist kurz vor der BO3-Phase. Das heißt, das Ding muss man eigentlich noch gewinnen. Danach haben wir es ein bisschen entspannter. Und wir haben hier den Spieler in Blau beim Team My Insanity inzwischen. Es ist der Mister, der ja in Genesis ziemlich gerockt hat. Und sein Gegner, das ist ein Spieler aus den Niederlanden. Das hier ist Zetchi Light. Zetchi Light. Ich weiß nicht, ob das ZG für einen Clan steht, aber so wie es den Anschein macht, nicht. Und der ist Top 50 in der Ladder. Mit einer Wertung von 1729. Also ist er solide stark gerankt. Wir haben Rus gegen Mongolen als Matchup. Und Light spielt hier mit den Mongolen. Mit den Russen, Entschuldigung. Mister ist mit den Mongolen unterwegs. Das heißt natürlich wieder das Spielchen um die Rehe. Ist sehr, sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, die beiden, die sind im Pool 2. Es gibt insgesamt 16 Pools, sind es, glaube ich. Genau, 16 Pools. Und aus jedem Pool kommen zwei Spieler. Also quasi, wir sind jetzt in der Round of 64. Und das ist die letzte BO1-Runde. Und einer von den beiden kommt da eben weiter. Das heißt, das ist ein essentielles Match. Na gut, im Prinzip jedes Match ist ein essentielles Match in der Best of One. Aber da ist man so quasi zum Greifen nahe an der nächsten Runde. Ich weiß gar nicht, ab wann das Preisgeld ausgeteilt wird. Es gibt ja richtig fett Preisgeld für das Turnier. Volle 20.000 US-Dollar. Und es geht an die besten 32. Also ja, ab der nächsten Runde gibt es Preisgeld. Daher wäre ein Sieg hier wirklich wichtig, wenn man sich ein bisschen was dazu finden möchte. Ab der nächsten Runde gibt es 125 Dollar. Und dann natürlich steigend bis, glaube ich, der erste Platz sind ein paar Tausend. Erste Platz sind 5.000, dass man gewinnen kann. Also mal sehen, was die beiden hier abliefern. Wir sehen 170 Jagdgold in den ersten 3 Minuten. Also Stufe 2 Bonus ist aktiv. Dann wird natürlich weiter auf der Map entlang gescoutet. Und ansonsten natürlich viele andere bekannte Namen sind eben in dieser Top 64. Also in der gleichen Runde, wo die beiden gerade spielen. Zum Beispiel Black Widow, die wir schon hatten. Chart hatten wir auch schon. The Muslim. FTW Cheese. Honor ist tatsächlich da auch mit drin inzwischen. Hat. Sayak. Marine Lord. Kivian. The Viper. Also wie gesagt, sehr viele bekannte Namen, die es bis in die Runde schaffen. Aber trotzdem, die Hälfte verlieren wir davon noch. Und da sind wir tatsächlich ein Schafsnipe. Kann man es natürlich auch machen, um den Gegner einfach das Gold und die Nahrung zu klauen. Die Kriege um die Nahrung sieht man ja inzwischen sehr, sehr häufig in AOE 4. Gerade eben mit professionellen Speer und dann dem Gegner so viel wie möglich wegnehmen. Wir sehen eben, zweites Zeitalter ist geplant. Goldenes Tor versus Hirschsteine. Die Hirschsteine werden gleich viel gebaut, das heißt, werden ein gutes Stück später erst auftauchen. Und ein gutes Stück später erst fertig werden. Khan ist immer noch frech zwischendrin. Aber ein Speer-Snipe schafft der Khan aktuell nicht, dafür seine DPS ein bisschen zu mickrig. Beziehungsweise der Speer muss halt quasi für eine Sekunde oder so umdrehen und dann hat sich das Thema wieder erledigt. So, neues Zeitalter ist da. Goldenes Tor. Der Handel wurde nicht direkt genutzt, weil Zeckelight auch gar keine Ressourcen für den Handel gerade quasi hat. Weil im Prinzip, es kostet ihn trotzdem Ressourcen, aber er hat einen festen Preis über das goldene Tor. Einen relativ guten Preis, auch mit 100 zu 150. Und da kommt jetzt eine hölzerne Festung mit dazu, die hilft zweifach. Einmal Holzeinkommen hier boosten, zum anderen hier den Winkel ein bisschen absichern. Ja, das denn hier wird nochmal... Oh, da wurde noch ein Wolf gefunden. Später Wolf und der geht an Spieler in Rot. 325 Bonusgold. Hier sind dann gleich die Hirschsteine da. Und da ist man schon bereit, um die Rehe mitzunehmen. Also professionelles Speer-Upgrade kommt. Relativ greedy, ohne weiteren Produktionsgebäude, sondern einfach direkt Steuerung da drauf. Und wir sind bei den Rus, ist eigentlich immer relativ schneller Gang ins dritte Zeitalter, in die Ritterzeit, um damit den berittenen Bogenschützen agieren zu können. Das sieht man sehr, sehr häufig inzwischen. Dass es bei den Rus halt sehr stark auch ist. So, Mister zieht es mit der Feudalzeit. Und das professionelle Speer-Upgrade bei Light ist in wenigen Augenblicken fertig. 7 Sekunden fehlen noch. Das dauert nicht mehr allzu lange. So, und hier sehen wir einmal den Stall. Das Obus weit weg, weit hinten. Stall ist gerade mit dem letzten Eck ist er noch im Obo dran. Damit gilt der Bonus. Hingegen der Schießstand ist nicht drin. Finde ich etwas überraschend, dass den Mister da nicht reingebaut hat. Aber gut. Doppelspeer erstmal hier. Aber kein professionelles Speer-Upgrade momentan mit dabei. Und da sieht man erstmal fast die volle Ladung kann mitgenommen werden. Das sind da momentan 4, 5, 6. Man braucht 7. Es ist ein 7. Speer noch wichtig, wenn es nie erwartet, ein Speer mit dem Kahn. Und da kommt der 7. Speer. Das heißt, man hat jetzt die volle Möglichkeit, oder die Möglichkeit, die vollen Rehvorkommen wegzutragen. Und man will eben erst die, die nah an der gegnerischen Basis dran sind. Die sind deutlich lukrativer.
Und währenddessen die Speer hier halten erstmal Wache, aber er hat kein weiteres Gear, ne? Und das Upgrade läuft bei ihm noch nicht. Also beim Mister will er es einfach nur beschützen, aber es ist relativ schwer, das mit Speeren zu beschützen. Das Rehvorkommen. Den Stall hat den Schießstand. Schießstand wird jetzt aber auch ins Obo gesetzt. Also der war da wahrscheinlich nicht ganz der Plan, ein bisschen verbaut. Und wie gesagt, der hat das Upgrade nicht. Also kann das nicht mehr dazu holen. Stattdessen gibt es jetzt hier doppelten Mangudai. Gut, die ist ein bisschen besser darin, um Speer aufzuhalten. Die werden das immer noch auf der Reise sind und damit, dass ich die nächste pure Nahrung kann. Trotzdem kriegt da Light schon sehr viel da draus aus diesem Upgrade. Ist da schon sehr, sehr fleißig. Und auch seine Nahrung hier, denke ich, kann er noch recht einfach sammeln. Das hier wird noch eine etwas größere Herausforderung. Die Mangudai ist noch nicht mehr ganz da. Da gab es aber auch noch doppelte Reiter mit dazu. Also sehr viel Frühmilitär und da soll wohl noch ein Außenposten mit folgen. Ah, der Außenposten ist direkt neben der Schmiede vom Gegner. Weil das sieht nicht arg weit, der Trupp gerade. Und die Speer sind auf jeden Fall in der Lage, diesen Außenposten niederzubrennen, bevor er groß ein Thema wird. Mal sehen, ob sich Zeit geleitet. Ja, sofort ist da der Fokus drauf. Deswegen, das soll nichts werden. Was soll das hier? Ja, das würde sich natürlich Mister da jetzt gerne irgendwie hinkrallen an die Position. Ja, auf jeden Fall das Ding runterbrennen wäre wichtig, dann kommt er erst gar nicht zustande. Auch wenn man da gerade die Schwierigkeiten... Okay, das ist der Fight natürlich mit den Reitern, das funktioniert nicht. Schmiede könnt ihr ein bisschen Ärger kriegen. Schmiede wird ein bisschen Ärger kriegen. Und da kommen dann die ersten Mangudais mit dazu. Das sind ein bisschen schwierige Einheiten. Können gut Schaden machen, können gut Nahkampfeinheiten jagen. Aber so in einem größeren Fight wird es dann doch problematisch. Da sieht man sowas. Die Mangudai sind da einfach am DPS-Pumpen, um die Speer zu zerstören. Und da war dann Light ein bisschen zu greedy. Wollte da unbedingt die Nahrung nochmal haben, aber muss jetzt eben an den ersten Mangudai vorbei. Und das wird ihn nochmal mehr Speer kosten. Mal gucken, wie viel davon lebend wegkommen. Der erste, der zweite ist da schon umgefallen. Da der nächste wird gefokust. Und ja, die Mangudai können natürlich notfalls noch den Turbo-Boost vom Khan bekommen. Aktuell ist das auf Cooldown. Und hier kommt trotzdem der Außenposten. Also jetzt beginnen die Probleme vielleicht. Kriegt er nochmal zwei Rehe. Ah, das dritte kommt auch nochmal recht nah, auch wenn der eventuell... Nein, er fällt nicht mehr um. Der lebt tatsächlich, der eine Speer. Aber ja, das Problem ist hier, die Schmiede kriegt Ärger. Und die Schmiede brennt eventuell runter, bevor das Upgrade durchkommt. 10 Sekunden noch. Hält das Ding noch 10 Sekunden durch momentan. Es fängt gleich Feuer, das heißt, es brennt dann nochmal schneller runter. 6 Sekunden auch das Eisenkettenhemd. Sollte noch fertig werden, wenn es auch knapp wird. 2, 1... Es ist drauf. Die Schmiede ist aber down und natürlich mehr Ressourcen für die Mongolen in dem Fall. Aber wie man hier sieht, der Jump zur Ritterzeit wurde bereits getätigt. Und dann kommt das große Problem. Es sind bereits drei Schießstände da. Denn die Mangudai gegen die berittenen Reiter, das wird eine Herausforderung. Das wird für die Mangudai eine Herausforderung. Wir müssen jetzt noch so viel Schaden wie möglich zu machen. Erstmal eine hölzerne Festung mit dabei. Versucht dann ein paar der Dorfbewohner zu unterstützen. Der Außenposten ballert jetzt auch mit drüber. Er hat nämlich selber noch Schießscharten bekommen. Dagegen ist natürlich die berittenen Bogenschützen nicht gut gegen Gebäude. Hier oben nochmal die Speer können die Nahrung ein bisschen klauen. Aber Mister macht auf jeden Fall sehr viel Stress in der Frühphase. Damit auch natürlich mehr Ressourcen bei sich. Schmiede mit dabei. Hat aber da noch nichts erforscht aktuell. Die Bangudai ziehen sich erstmal zurück. Und hier blinkt so ein bisschen, ja, der Außenposten läuft natürlich. Und da ist noch ein weiterer Außenposten, auch der bekommt G-Schaden. Also Mister macht sehr früh sehr viel Druck. Sieht nicht ganz den Wald, das heißt, der kann den nicht voll belagern. Ah, hier ist er direkt an der anderen Seite, da soll wieder Holz gesammelt werden, aber auch da gibt es Schwierigkeiten. Jetzt sind die ersten berittenen Bogenschützen mit dabei, aber auf die muss man auch ein bisschen aufpassen. Und auch der Kriegermönch mit drin, der gibt auch nochmal einen Bonus auf seine Kollegen. Und da die ersten Mangudai leiden jetzt, kann er natürlich wegkiten, das ist immer wieder eine Option. Aber die berittenen Bogenschützen können zumindest defensiv wichtig helfen. Mister geht jetzt selber auf seine Steppenredoute. Zieht also mit auf die Ritterzeit und baut noch mehr Außenposten hin. Der versucht es mit sehr viel Map-Control und er findet wieder die Speer. Findet wieder die Speer und mal gucken, überlebt da einer? Die werden gebodyblockt. Ein erstes down, andere ist schon angeschlagen. Die versuchen irgendwie wegzukommen. Kommen jetzt die berittenen Bogenschützen mit dazu. Versuchen da, ja, entsprechend Kontra zu geben, zurückzuschießen. Die Speer, die zwei kommen durch, weil hier eben der Schutz ist. Damit kann man sich das eventuell auch noch knallen. Und da oben ist noch ein weiterer Speer. Kann sich auch noch mal eins schnappen, theoretisch. Und hier sind natürlich auch schon Weiden am Start, um da die Nahrungsversorgung anderweitig zu gestalten. Die Steppenredoute ist halb fertig. Aber eben hier, die Kriegermönche sind da. Man kann versuchen, die Reliquien zu schnappen. Wobei, die hat einen Tower neben sich. Die wird quasi von einem Tower abgeschirmt. Wird nicht einfach. Und die wurde geschnappt. Aber, ah, er wird gesniped. Der wollte auch noch weiter. Also der Versuch war da, aber nicht erfolgreich. Und auch der zweite Kriegermönch soll hier fallen. Die brennenden Bogenschützen kommen jetzt wieder rüber. Dem ist die Schnauze voll. Also Mister spielt da wirklich sehr disruptiv, versucht seinem Gegner so viel Ärger wie möglich zu machen.
Und da ist nochmal der Versuch, da irgendwie auf Abfangkurs zu gehen, den Kriegermönch zur eigenen Army mit rüber zu ziehen. Aber Kriegermönch ist schon wieder down. Jetzt kommen die Brandenburg-Schutz nochmal mit dazu und pumpen jetzt natürlich einiges an Schaden hier rein. Und das sieht man auch direkt. Die Mangodai versuchen jetzt dann auf Ernte zu finden. Die Reiter da vorne sind nochmal ganz wichtig. Die Brandenburg-Schützen müssen kiten, wie man sieht. Die müssen halt immer wieder stoppen, um zu schießen. Die können das nicht während der Bewegung machen. Das macht eben die Probleme, dass hier die Mangodai doch einige Kills machen konnten. Die Konstellation hier von dem Mister funktioniert immer noch recht gut. Wer weiß auch, das kann sehr schnell auseinanderfallen. Man sieht, beide Seiten verlieren da einiges. Es sind aktuell bei 39-12 zu 34-16. Vielleicht mit ein paar Dorfbewohner weniger. Hat er sich da schon irgendwas sammeln können? Ne, weitere Kriegermönche aber kommen wir dazu. Weitere berittenen Bogenschützen kommen wir dazu. Und der Fight um die Reliquien kann trotzdem noch losgehen. Passen noch leicht erreichbar. Zelt gab es hier nämlich auch noch nicht, Gebetszelt. Das Zelt ist nämlich jetzt da. Stattdessen wird einfach mal das Gär versetzt und mehr Weiden kommen mir dazu. Ich glaube, die Konstellation sieht sehr, sehr gemischt aus. Ein Reiter ist mit drin. Die Mangodai, der Khan und die Späher und davon noch einer noch mit anderer Designierung. Braucht dafür noch ein extra Feld. So, dafür gibt es jetzt hier gleich wieder rein in die Dorfbewohner. Die Reliquie wurde jetzt aufgesammelt. Also zumindest mal eine. Und hier geht es aber rein mit dem Turbo-Pfeil, um die Dorfbewohner rauszunehmen. Währenddessen schießt übrigens auch der Außenposten auf alles mögliche, was in Reichweite ist. In dem Fall das Haus. Auch die Wirtschaft bleibt erstmal am Leben. Und jetzt beginnt die schwierige Phase für den Mister, denn sein Gegner hat jetzt dann mehr und mehr gerittene Bogenschützen. Aber er selber reagiert jetzt eben mit Lanzenreiter, weil die natürlich den Schaden besser aushalten. Und auch hier ist wieder ein Außenposten mit Schießschaden und sorgt dafür für Probleme. Hier ist noch eine Reliquie, die man sich schnappen kann. Da wandert das Gär nach vorne an die nächste Goldquelle. Ein weiterer Stall kommt hier mit dazu. Also die beiden liefern sich da immer noch ein recht knappes Match. Hängt viel davon ab, was für einen Fight man bekommt. Wer den Fight quasi auf seine Art bestimmen kann. Aber beide Seiten können den Gegner abräumen in dem momentanen Zustand. Vor allem, wenn man einen unaufmerksamen Moment hat, dann tut das ordentlich weh. Ja, hier weiterhin der Außenposten nervt. Heilige Stätte wird oben eingenommen. Okay, das ist gemein, weil das ist halt wirklich schon auf der gegnerischen Seite. Und das wird er wahrscheinlich auch nicht rechtzeitig schaffen. Light hat aber die Vision, das heißt, er kann sich rechtzeitig zurückziehen. Spätestens jetzt müsste er weglaufen mit dem Kollegen. Tut's aber nicht. Das heißt, für den Kriegermönch sieht schlecht aus und auch für den Speer sieht schlecht aus. Wobei der Speer opfert sich. Nein, okay, der Kriegermönch kriegt Unterstützung, um die heilige Stätte einzunehmen. So kann man es auch machen. Die andere wird auch eingenommen, zusammen mit Reliquie. Also da kommt ein bisschen die Map-Control und natürlich möchte man damit auch mehr Gold dann haben. Hier ist immer noch das gleiche Elend, dass der Außenposten auf das Haus schießt. Hier wird immer noch Nahrung gesammelt. Das wird jetzt auch nach und nach weniger natürlich. Was könnt ihr noch? Ne, das hier ist ja immer noch ein bisschen was, was hier rumliegt. Oben liegt noch ein bisschen was rum. Also es gibt nicht mehr so viel. Und hier kommen die Hirschsteine mit dazu. Und die Army stehen sich relativ nah gegenüber. Wirtschaft Upgrades gab es einmal für die Nahrung. Die Nahrungssammelrate. Ansonsten bisher nichts bei The Mister. Dessen Leid hier immer noch seine dritten Bogenschützen stapelt. Heilige Stätte ist eingenommen. Heilige Stätte Nummer 1 und 2. Die dritte ist deutlich weiter außen. Hier haben wir noch das Haus, das leidet. Da gibt es nochmal ein Haus mitten in den Wald, der abgearbeitet wird. Und somit Light sammelt jetzt deutlich und bekommt jetzt deutlich mehr Gold. Er sammelt es ja nicht wirklich. Wenn dessen der Mister immer noch am Sammeln ist mit seinem Bonusgebäude, kriegt er natürlich auch richtig gut Gold rein. Und einmal die... Ne, da war gerade die Neutralisierung kurz dran, aber der ist da wieder weitergelaufen, der Speer. Hat das ja eine ziemlich massive... Es wird eine immer noch massivere Truppe. 32 berittene Bogenschützen versus 11 Mangodai. Es sind 5 Lanzenreiter sind da drin, einige Speer. So, und da geht's mal los. Da kommt der Rüstungspfeil, um der Frontline ein bisschen mehr Tankiness zu verpassen. Die Speer vorne fallen als erstes und jetzt ist es ein Kiting-Job. Der eine Lanzenreiter ist schon ziemlich low, geht es auch down, aber es sind noch andere Kollegen mit dabei. Die Lanzenreiter ist neben das Hauptproblem. Okay, ein paar der berittenen Bogenschützen laufen da mitten in die Arme der gegnerischen Einheiten. Jetzt ist der Fight ein Durchwirbeln. Die Lanzenreiter aber Stück für Stück fallen sie. Der Khan wird da auch gerade in vorderster Front bekämpft. Da kommt nochmal der Boost vom Kriegermönch tatsächlich mit dazu. Gibt den eigenen Einheiten nochmal mehr Rüstung und natürlich mehr Angriffsschaden. Und somit kann man den Gegner erstmal zurückpushen. Ja, nur noch ein Lanzenreiter mit dabei. Die Mangodai alleine schaffen das dann auch nicht mehr. Verluste auf beiden Seiten. Heilige Stätte oben wurde in der Zeit neutralisiert. Heilige Zeit unten. Heilige Stätte unten wird in der Zeit eingenommen. Wir haben hier 3 Reliquien drin. Also trotzdem profitiert dieses Light schon noch gut davon und pumpt da natürlich weiter nach. Der Mister sammelt immer noch fleißig Gold mit seinem Bonusgebäude. Das ist auch kein Problem. Also sein Goldeinkommen ist da doch immer noch stark. Wir sind bei 46, 25 zu 51, 17 und die waren gerade alle am Holz sammeln. Das macht der Rest seiner Dorfbewohner. Die bauen gerade die Jagdhütte auf. Die sind gerade weggewandert und die waren dann auch weg und bauen hier noch eine Festung und eine Jagdhütte auf.
Unten die heilige Stätte wurde eingenommen. Hier gibt es den nächsten Fight, das ist den nächsten Landstreiter. Diesmal sind es nicht mehr so viele berittene Bogenschützen. Das könnte ein Problem sein. Da ist aber noch der Boost mit dabei. Es ist ein knapper Fight, das ist nämlich auch ein eigener Ritter mittendrin. Ist ja kein Lanzenreiter in dem Fall. Aber trotzdem, die Rus verlieren den Fight und müssen zurück. Ja, die Frontline entscheidet aber wirklich sehr, sehr viel. Man sieht, wie sehr die Lanzenreiter gelitten haben. Und da waren noch ein paar berittene Bogenschützen auf der Seite, aber die waren jetzt auch einfach weggesnackt. Und dann sieht, das waren wirklich deutliche Verluste, die man da hatte. 47-13 jetzt zu 54-18. So langsam setzt sich Mister jetzt ab in der Wirtschaft. Hat natürlich immer noch ein paar gute Spots auf der Map. Heilige Stätte hier wurde tatsächlich gehalten. Vom Kriegermönch persönlich, aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ja, die Außenbezirke werden jetzt natürlich auch schwieriger zu halten. Was ist denn das? Gold? Wie lange hält denn das noch? Die letzten 200, also nicht mehr lange. Der würde gerne weg, aber er wird nicht groß wegkommen. Der Kriegermönch und ja, Neutralisierung auch mit dabei. Ein Kriegermönch weniger. Also ja, das ist hier trotzdem noch schwierig für das Geleit. Er sammelt gerade sehr, sehr viel Holz. Er hat sehr viel Holz. 1300. Handel hat er nicht viele zur Verfügung. Schickt jetzt mal ein paar Dorfbewohner weg. Braucht mehr Nahrung. Gold kriegt er automatisch. Nächste Goldader wäre aber auch nicht weit weg von ihm eigentlich. Aber er braucht es gerade nicht unbedingt, weil er pumpt gerade. Er pumpt gerade alles Mögliche. Er pumpt nicht nur berittene Bogenschützen. Er baut immer noch welche. Die bauen kein Gold. Aber er baut jetzt auch eben die eigenen Ritter mit rein. Die heilige Stätte hier wurde jetzt auch neutralisiert, damit sind alle neutralisiert. Und das schränkt Zed-Geleit wieder in Sachen Gold ein. Das ist der Mist, dass sich dann weiteres Mal sammelt. Da gab es noch Upgrade-Ringpanzer. Jetzt bei der Mister vorbeischauen. Viele Weiden inzwischen. 10 Stück, damit hier auch immer ordentlich Schafe verfügbar sind, dass das mit der Nahrung kein Problem ist. Dann eben die Produktion läuft weiter. Da wurde das. Die Steppenredute umgebaut und da kommt jetzt auch ein Gebetszelt mit dazu. Also die Antwort kommt auf die Kriegermönche. Und hier weitere Außenposten sind geplant. Und ja, da ist inzwischen einiges an Lanzenreiter mit dabei. Und gerade für hier drüben wird das schwierig, weil das ist. Ja, das hat Holz in die Festungen, aber so gut halten die auch nicht durch. Erstmal gibt es aber jetzt den Fight direkt an der Base selber. Und die, wie ist die Frontline? Es sind ein paar Ritter mit dabei, aber die haben trotzdem Schwierigkeiten. Die Lanzenreiter sind deutlich mehr. Und es geht vorwärts für den Mister. Er will hier rein, er will hier pushen. Hat 6 Fernkampfrüstung auf seinen Lanzenreiter. Also die tanken schon einiges weg. Und die Ritter wurden alle zerstört. Es sind gerade nur noch berittene Bogenschützen am Start. Die versuchen jetzt entsprechend den Counterpush. Aber ja, es sind immer noch Lanzenreiter. Das heißt, wenn die wieder angestimmt kommen, müssen die wieder aufpassen. Die berittenen Bogenschützen. Man sieht es auch, drehen sofort um, versuchen wegzukalten. Snipen auch nochmal einige der Lanzenreiter raus. Aber die Mango Dice ballern natürlich auch mit rein. Und viele Verluste auf beiden Seiten. Kann sich der Mister hier durchsetzen, hat er mal Probleme mit den Reinforcements, die da angelaufen kommen. Seine braucht natürlich deutlich länger über die Map. Er hat hinten seinen Außenposten, der noch ein bisschen Speedboost quasi mit dazu gibt. Khan kommt nach. Wo ist denn der? Der Khan ist da noch mittendrin tatsächlich. Er wird gerade kurz für eine Runde gefokust. Aber wird jetzt gleich fallen. Khan ist down. Das heißt, hier Mangudai versus berittene Bogenschützen ist gerade der pure Fight zwischen beiden Seiten. Jetzt kommt nochmal ein einziger Lanzenreiter mit rein. Der sorgt tatsächlich für richtig viele Probleme hier. Und somit, die berittenen Bogenschützen sind nochmal deutlich schwächer. Verluste wieder auf beiden Seiten ziemlich massiv. Runter auf 16 Militär zu 8 Militär. Also, Zed-Geleit hat auf jeden Fall hier einen schweren Fight gehabt und kriegt hier drüben gerade Ärger in seiner Wirtschaft. Wie man sieht, nämlich die Lanzenreiter sind da reingelaufen und sorgen dafür, dass hier nicht gearbeitet werden kann. Und das wirkt sich direkt aus. Weniger Reinforcements heißt das in der nächsten Runde. Einfach das Geld dafür nicht da ist. Der Mister lebt auch am Limit seiner Nahrung, die er gerade sammelt. Das im Gegensatz ist aber nicht viel anders. Die nächste Army sammelt sich hier. Und da wird ein weiterer Außenposten geworden, um das hier einfach mehr zu belagern. Man sieht das, da wird überall Außenposten hingestellt. Generell, die Außenposten vom Anfang stehen ja auch immer noch. Man sieht das hier. Und das sorgt natürlich auch für einfach mehr Vision und für einfach ein bisschen Möglichkeiten, das Gebiet einzuschränken vom Gegner. Werden nochmal Dorfbewohner geklärt. 63 zu 45. Und so langsam entgleitet Leiter das Game ein bisschen. Er fällt da mehr und mehr zurück mit jeder Aktion. Seine berittenen Bogenschützen sind in dem Fall einfach nicht genug. Der Außenposten konnte nicht fertiggestellt werden. Das wurde abgeräumt tatsächlich. Aber die ganzen Lanzenreiter hier sind jetzt mit am Start. Und hier vorne kommt jetzt auch eine Belagerungswerkstatt mit dazu. Also da hat der Mister die Schnauze voll. Da kommt jetzt gleich ein härterer Push. Das sind die Brenner Bogenschützen, versuchen sich hier mal am Gebäude. Aber die Mann hat einfach keinen Schaden an sowas. Da kommt jetzt stattdessen die Antwort. Das sind viele Lanzenreiter. Das sind richtig viele Lanzenreiter. 11 Stück jetzt wieder mit dabei. Und das ist hier nicht mehr so viel am berittenen Bogenschützen. Das heißt, der Schaden, den die aussehen, ist nicht mehr so massiv. Zudem sieht man es jetzt eben hier. Schamane zeigt sich und sagt, ja, guck mal, ich kann das auch mit den heiligen Städten einnehmen. Gar kein Problem. Währenddessen wird hier nebenan die Belagerungswerkstatt gebaut. Da.
Und hier soll es in den nächsten Fight gehen. Da wird angestürmt. Da kommt nochmal ein Außenpost mit rein. Natürlich die Yam-Auras mit dabei. Und da waren ein paar berittene Bogenschützen direkt abgefangen, die eigentlich nicht mit anschließen wollten. Und vorne ist der Frontfight. Es sind weniger Ritter als Lanzenreiter. Aber die Ritter halten auch einiges aus. Jetzt die Armies, wenn die sich zusammen verbinden, sollte der Mistar hier trotzdem deutlich mehr haben. Er muss bloß jetzt einmal kombiniert fighten und kann sich dann durch die Frontline durchsetzen. Ja, der letzte Ritter ist da noch am Leben, aber nicht mehr lange. Da kommt noch mal einer von der Seite angelaufen, aber der wird ein ähnliches Problem haben. Von der Seite da reinlaufen ist nicht so toll. Geht jetzt hier weiter nach vorne. Die berittenen Bogenschützen haben Probleme. Die Reinforcements werden abgefarmt. Die Festung versucht zu helfen, so gut es geht, aber es ist halt nicht viel, weil das ist den Lanzenreitern recht egal. Die schlagen sich da trotzdem durch. Am Ende gehen jetzt ein paar down, aber man sieht, der Verlust ist da und es gab währenddessen eine Rundenstellung in diesem Außenposten. Also damit hat jetzt Mr. mehr und mehr Rückhalt an der Stelle. Und eben Belagerungswerkstatt auch mit online. Und der wird von hier nicht mehr so einfach weggehen. Er hat sich jetzt hier richtig schön reingepflanzt. Zwischen die eher neuen Ressourcenfelder und die alten. Also die Hauptbasis seines Gegners. Und da kann er jetzt einfach nach und nach einen Keil schlagen. Kann immer wieder versuchen, die Dorfbewohner anzugreifen. Und wird da nicht mehr so einfach zu vertreiben sein. Vor allem, weil da eben nochmal ein Außenposten mit reinkommt. Und es sind kaum noch begriffene Bogenschützen da. Da fehlt einfach das Militär. Ja, 5 zu 27. Hat hier Light fast schon die kritische Schwelle unterschritten. Wo er das nicht mehr halten kann. Er gibt sich da immer noch Mühe. Aber man sieht das mit jedem Außenposten, der damit dazukommt. Kommt auch eine weitere Stellung mit rein. Hier geht es dann direkt wieder an die Dorfbewohner, die nochmal leiden. Damit noch weniger Ressourcen, die reinkommen. Und das Problem verschlimmert sich und verschlimmert sich mit jedem Augenblick. Weitere Außenposten sollen nochmal hochgezogen werden. Die Army sammelt sich hier nochmal mittendrin. Die Dorfbewohner laufen weiter. Unten wurde die nächste ehrliche Stelle eingenommen. Damit gehören jetzt, oder wird gerade eingenommen, damit gehören gleich alle drei der Mister, der auch gerade Ärger auf die Schmiede macht. Und das sagt sich dann Light auch. Ne, das wird da nichts. Damit ist Light hier raus. Mister kämpft sich in die BO3-Runde. Ich meine, er war schon in den vorigen Turnieren sehr stark vertreten. Dass er hier auch wieder stark unterwegs ist, wundert einen nicht. Ihn hat ja auch extra My Insanity vor kurzem erst aufgenommen. Also er hat sich da eben sehr viel verstreichen, bis er präsentiert. Mal gucken, wie weit seine Reise noch gehen kann. Cooles Game auf jeden Fall von den beiden. Die Dynamik eben zwischen den berittenen Bogenschützen und den Mangudai und dann eben die Frontline mit den schwer gepanzerten Einheiten, wo die Bogenschützen Schwierigkeiten haben, ist immer wieder cool zu sehen. Das ist mir. Bis zum nächsten Match und ciao.